Zur Sicherheit in einiger Entfernung. Noch den. So, den kriegt ihr nämlich nicht mehr down. Und vielleicht auch dann noch so ein. So, das ist jetzt das letzte Geld, was wir haben. Tja, nee, das kriegt das Ding auf keinen Fall mehr down. Ihr kriegt wahrscheinlich nicht mal den down. Aber vielleicht sehen wir ja, wie der hier down gemacht wird. Das habe ich noch nie gesehen, ob man den jetzt irgendwann mal da richtig down kriegt. Aber nein, wir haben es geschafft. The zombies eat your brain. Wir haben einen Diamanten bekommen. Sehr schön. You've unlocked the new Ice Zombie Level. Ah, das ist Ice Zombie. Ah, Ice Zombie 2. Oh, jetzt haben wir Spikes. Würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Weil die kriegen den auf jeden Fall nicht down. Jetzt öffnen wir die Sonnenblumen auf und bekommen dafür erstmal schön Geld. Dann würde ich sagen... Brains. Schicken wir hier einen Tür-Zombie und so einen Zombie los. Hier schicken wir zwei Türzombies los und Schutzlöscher, obwohl die müssen wir auch noch hinterher schicken. Dann haben wir uns auf jeden Fall sicher. Und dann schicke ich mal hier noch einen Türzombie los. Und hier schicke ich mal zwei davon los. Und der Türzombie, oh, der überlebt das nicht, okay. Dann hier nochmal so viel und dann das haben wir geschafft. Und das schaffen wir auch locker. Die Spikes sind natürlich ein bisschen gefährlich, weil die unseren Zombies doch schon ein bisschen Leben abziehen, aber selbst wenn der den jetzt down kriegt, das schafft er nicht mehr. Und die Pflanze schafft er nicht mehr. Okay, sehr schön. Dann haben wir gewonnen. Und wir betreten das Haus. Erneut. So, sehr schön. Und noch ein Diamant. Und da sind wir schon bei 10.000. Das ist natürlich sehr schön für den Geldbeutel. Wir brauchen aber 20.000. You've unlocked your new Ice Zombie Level. Can you dig it? Ah. Ist ja leicht. Die haben ja nur einen Digger. Würde ich sagen, brauchen wir hier einen Digger hin. Der baut sich durch und frisst alles von hinten. Das sieht so geil aus, der Typ, ich finde den lustig. So, mit dem kriegen wir dann nochmal einen neuen Digger. Den bauen wir hier hin, das sind nämlich drei Sonnenblumen, da bekommen wir gleich richtig Energie. Hier mal ein Opfer rein, damit wir hier noch einen Digger hinschicken können. So, fangen wir an zu essen. So, ein Digger. Okay, dann brauche ich hier noch eine Ablenkung. Für den Digger. Dann brauche ich hier zwei Digger. Machen wir bis vielleicht drei. Sehr schön. Tja, was machst du gegen drei Zombies, ne? Das hast du nicht mehr viel Chance. Und unsere Digger-Armee. Komm hier, ich setz mal hier noch einen hin, damit es einfach ein bisschen geiler aussieht noch. Und da noch einen hin. Sieht mal echt heftig cool aus, was hier so rumläuft gerade. Achso, warte mal, wir brauchen ja die Brains. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ah, schaffen wir das jetzt noch? Zu geil, gerade noch so verpatzt, dass wir die Brains brauchen. Und die Dicker Zombies ja die Brains nicht holen. Das sieht gerade so geil aus. Kann ich einen Snapshot machen? Jo, krass. Cool. Ah, das ist schön.
eine Zombie-Armee, wie sie im Buche steht. So, da kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Und da haben wir die 10.000 geknackt. 50. Und da noch ein was. Und hier kriegt man noch einen Pokal mit 1.000. Juhu! Can you dig it? I can dig it. I can dig it. So, damit haben wir erstmal alle Level, alle Puzzle-Level freigeschalten und wir gehen zurück zum Adventure. Okay. Dann gehen wir noch ganz kurz zum Shop. Und die... Ich finde die zwar toll, dass es sowas gibt, aber an sich sind die sehr unnütz, da man dafür extra nochmal einen zweiten Slot braucht. Ich glaube, ich komme erst bei das Ding nochmal, ja, weil das ist eigentlich ganz lustig. Und... ich probiere das jetzt mal, ich weiß nicht, was das ist. Ich verstehe es zumindest nicht ganz. Okay, dann gehen wir weg. Und jetzt haben wir Digger-Zombies, okay. Und wesentlich mehr Hardcore-Zombies hier. Wir brauchen also wieder... Das. Wir brauchen auch das. Und wir brauchen auf jeden Fall auch nochmal die Walnuss. Und dann haben wir das hier und dann war's da schon wieder, gell? Ja, ich weiß nicht, was das Ding da macht. Und wir haben ja keinen Flugballon. Ich nehme jetzt einfach mal das Ding mit und probier's mal. Okay, brauchen wir hier wirklich sonst nichts? Na okay, let's rock. Alter, wie viel Nebel denn noch bitte? Man kann es auch übertreiben mit dem Nebel. So. Ist schon echt risikoreich, dass ich jetzt so spiele. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? The zombies are coming. Wo kommt der? Ich sehe ihn nicht. Das ist wahrscheinlich der Sinn des Nebels, aber ich sehe ihn nicht. Zombie? Where are you? Hello? Zombie, where are you? Ach, da unten ist er. Gut, dass die Pflanzen den wenigstens sehen. So, dann machen wir den da und dann machen wir hier nochmal. Ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gucken wollte, wo der Zombie ist. Dann kommen wir. So, jetzt hier noch einen. Dann kommen wir auf jeden Fall erstmal genug davon. Jetzt schießen die beiden da, okay. Jetzt habe ich den letzten davon noch. Dann brauchen wir hier nochmal einen hin und dann... brauche ich hier noch einen und dann... würde ich gerne mal anfangen mit den P-Shootern. Ne, nicht mit dem, mit dem. Warum habe ich ja nicht einen P-Shooter mitgenommen? Ich habe doch das Ding da. Ah, Mist. Der geht aber noch down, oder? Ja, der geht noch down. Okay, der hat nicht mal den... Oh, doch, den Bild hat er noch geknackt. Dann... da einen hin. Und jetzt bräuchte ich langsam mal die großen Pilze. Da kommt schon wieder einer. Ja, nee, den will ich nicht. Ich werde den normalen P-Shooter. Na, give me das an. So, da einen. Wir haben zwei Waves. Also jedenfalls sollte ich vor der ersten Wave die vier P-Shooter zusammenbekommen, die ich brauche. Die können sich ja zum Glück hoffentlich nicht durchs Wasser graben. Wäre auch ein bisschen sinnlos eigentlich, wenn sich so viel durchs Wasser gräbt. Da brauche ich vier Stück davon auf jeden Fall.
Der geht aber auch nicht down hier, okay. Wir haben auch noch die Metalleimer-Typen, gell? Die habe ich natürlich ganz vergessen und ich sehe die jetzt gerade auch nicht, ob da einer auch zufällig auftaucht. Metalleimer-Typ. Ich war einfach mal, wo schießen sie denn? Da jetzt so eine Walnuss hin? Boah, ich sehe meine eigene Walnuss kaum noch, ey. Das ist krass. So, jetzt brauche ich noch ein paar davon. Okay, dann baue ich mal ganz schnell hier noch einen. Und da noch so einen. Und einen letzten Pea-Shooter.